Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Leute, ich freue mich auf eine neue Woche mit euch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Und wie immer fangen wir frei an mit einer freien Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch melden, gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen sofort an mit dem ersten Anrufer, der heißt nämlich Jonas und der Jonas ist 36. Hallo Jonas. Hallo Domian. Jonas, über was reden wir? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe Mist gebaut und meine Freundin hat mich verlassen dadurch. Mhm. Ich habe sie betrogen. Ja. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen gewesen? Also wir sind seit 6 Jahren zusammen. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja, wir haben eine kleine Tochter. Ja, wann hat sie dich verlassen? Das ist jetzt ganz frisch, das ist vor ungefähr einem Monat. Ja. Was hast du genau gemacht? Erzähl. Ja, ich habe woanders Sex gehabt. Mit wem? Mit einer Prostituierten. Wie oft? 2-mal. Wie ist es rausgekommen? Ja, durch Kollegen. Erklär. Also, wir waren mit mehreren Leuten rein zufällig, nicht geplant, waren wir im Puff. In einem Bordell. Mhm. Ja. Und es war auch nicht geplant, dass ich da irgendwas so in die Richtung machen wollte, nur das ist halt eben passiert. Und wie kam es denn zu der Entscheidung, dass ihr in der Gruppe in ein Bordell gegangen seid? Das weiß ich gar nicht. Das war so spontan, ich weiß es nicht. Wart ihr besoffen? Nein, auch nicht. Wir waren geschäftlich unterwegs gewesen und auf dem Rückweg sind wir halt eben da gelandet. Okay. Und dann ist es passiert? Und dann ist es passiert. Du hast mitgemacht? Ich habe mitgemacht, ja. Warst du alleine bei der Prostituierten? Ja, war ich. Mhm. So, das ist einmal. Aber ja. Du hast gesagt, 2-mal ist es passiert. Ja, bei der zweiten Sache war das ganz anders gewesen. Ich habe Geburtstag gehabt letztes Jahr. Und ja, weder meine Freunde haben sich gedacht, die könnten mir einen Gutschein schenken. Dieselben Freunde, mit denen du das erste Mal dort warst? Nein, diesmal andere. Mhm. Wie, die haben dir einen Gutschein für ein Bordell geschenkt? Ja. Und das ich, Idiot, habe es angenommen. Und Moment mal, du bist 6 Jahre mit deiner Freundin zusammen, ihr habt ein Kind. Ja. Das wissen deine Freunde auch und die schenken dir zum Geburtstag einen Gutschein für ein Bordell? Ja. Wie kann man sich denn das erklären? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, was die sich dabei gedacht haben. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum ich das überhaupt in Anspruch genommen habe. Wann, wie, wo haben die dir denn diesen Gutschein übergeben? Du hast Geburtstag, du hast vielleicht eine Party gegeben oder was? Ja, wir haben so eine kleine Kneipe angemietet, sage ich mal. Und okay, da war deine Freundin natürlich auch und andere Gäste auch. Ja, genau. Wie, und wie haben die dir das dann übergeben, diesen Gutschein? Also ich sag mal so, ich war so ein bisschen angetrunken gewesen an dem Abend und die haben mir einen Zettel zugesteckt. Ich wusste nicht, was das war. Ich habe das erst am nächsten Tag gesehen. Hattest du denen denn erzählt, dass du vorher schon mal bei einer Prostituierten warst? Nein. Hast du denen irgendwie mal erzählt, dass der Sex mit deiner Freundin nicht mehr dolle ist? Nein, um Gottes Willen. Das hat niemanden zu interessieren. Wie eng waren diese oder sind diese Freunde, die dir diesen Gutschein geschenkt haben? Ja, ich sag mal so, das war jetzt nicht nur ein Hallo und Tschüss und sowas. Ne? Wir haben uns tagtäglich gesehen und also langjährige gute Bekannte. Kann man das da so sagen? Da waren auch einige bei, die langjährige gute Freunde waren. Wie viel waren das denn, die dir diesen Gutschein geschenkt haben? 4 Personen.
Das verstehe ich nicht, Johannes, wie man das macht, wie man das machen kann. Ich auch nicht. So, das ist das eine. Wir verstehen nicht, was in den Freunden vorgeht, dass sie dir das schenken. Ja. Aber dann kommst du ins Spiel. Dann hast du diesen Gutschein in der Hand und gehst tatsächlich nochmal in das Bordell. Ja. Warum? Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum. Versuch es. Ich suche selber die Antwort, aber ich kann es mir einfach nicht erklären. Ja, irgendeine Antwort gibt es. So ganz aus dem Himmel fällt das nicht. Hat dir das beim ersten Mal gut gefallen? Nein, ich habe schlechtes Gewissen gehabt. So. Du hast beim ersten Mal schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja. Und gehst dann aber das zweite Mal wieder hin. Ja, ich weiß nicht warum. Damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Wir kriegen jetzt raus, warum. Das gibt's nicht. Du bist ein Kerl von 36, du bist nicht 15 oder 16. Nee, bin ich nicht. Das ist schon klar, aber ich kann es mir wirklich nicht erklären. Hat dich die Geilheit dahin getrieben? Die Geilheit nicht, nein. Was denn? Ich weiß nicht, vielleicht waren es die Freunde halt eben, in Anführungsstrichen, die mich dazu angetrieben haben, ich weiß es nicht. Aber die sind ja nicht mitgegangen. Ja, die sind mitgegangen, aber halt eben nur bis dahin. Die haben mich ja dahin gefahren. An dem gleichen Abend noch? Nein, also zwischen den zwei Sachen liegen 3 Monate. Zwischen welchen zwei Sachen? Zwischen dem Geschenkt bekommen und dem Nein, Hingehen? Zwischen dem ersten Mal und dem zweiten Mal. Okay, aber wir reden gerade von dem letzten Mal. Du hast das Geschenk bekommen. Du hast das Geschenk bekommen an deinem Geburtstag. Und hab das ungefähr nach, nach einer Woche vielleicht. Und da haben die Freunde dich hingefahren? Die haben mich da hingefahren, ja. Mhm. Wie lief denn bis dahin oder bis auch zum ersten Bordellbesuch so der Sex und die Erotik zwischen dir und deiner Partnerin? Ich sag mal so, ich meine, wir haben uns geliebt bis zum geht nicht mehr. Also ich liebe sie immer noch unendlich. Liebe und Sexualität sind oft zwei verschiedene Dinge. Wie war die Sexualität? Genau, das will ich ja jetzt erklären. Es war nicht mehr so wie früher gewesen. Also sie hatte sich so ein bisschen distanziert von mir. Ich weiß auch nicht warum, weshalb. Mhm. Wir haben uns auch hin und wieder gestritten und ich bin ja dann auch aus dem Weg gegangen, damit wir uns nicht noch mehr streiten. Also ich bin einfach weggegangen. Wir haben uns nicht mehr unterhalten, wir haben uns nicht mehr über unsere Probleme unterhalten. Naja, dann war schon gravierend ein bisschen Spannung, also eine gravierende Spannung in der Beziehung. Also gravierend kann man das nicht sagen. Aber so einiges. Ja. Jetzt nochmal die Frage, durch wen ist das jetzt zu ihr hingesickert? Ja, da haben sich einige gedacht, in ihrer Gegenwart, ich bin Türke. Und meine Freundin, die hat sehr viel dafür getan, dass sie auch Türkisch lernt. Die haben sich gedacht, dass die über mich lästern können. Die Kollegen, die Freunde. Mhm. Und sie ist ja nicht dumm halt eben. Ne? Sie hat das dann halt eben mitgekriegt. Und dann wurde sie stutzig, hat sie hier gefragt, da gefragt, dort gefragt und irgendwann hat sich einer verplappert. Mhm. Und dann ist rausgekommen. Was genau ist rausgekommen? Ja, dass da irgendwas mit einem Gutschein war und... Gut, dann ist das eine rausgekommen mit dem Gutschein und der erste... Ja, davor auch noch was war und... Aber das wussten die doch gar nicht, dass da vorher auch schon mal was war. Ja, dadurch, dass meine Freundin ein bisschen nachgeforscht hat und den einen und den anderen Kollegen von mir gefragt hat, kam halt eben beide Sachen raus. Aber hattest du mir nicht gesagt, dass die dir den Gutschein geschenkt haben, dass die von dem ersten gar nichts wussten? Nein, ich meine, das sind ja alles Kollegen. Also wir sind alle Kollegen untereinander. Und bei dem ersten Mal waren wir zu dritt gewesen. Die kennen auch die anderen von dem zweiten Mal. Okay. Mhm. Ja. So, wie hat sie dann reagiert? Ja, sie war erstmal stinksauer und wollte eine Erklärung haben. Ich hab das am Anfang abgestritten. Ich wollte halt eben das, was jetzt passiert, wollte ich verhindern. Ich habe das abgestritten und irgendwann ging es nicht mehr. Dann habe ich ihr das gebeichtet. Und was hat sie denn konkret zu dir gesagt vor einem Monat?
ja, dass sie erstmal Zeit braucht und keine Ahnung was. Also, dass es nicht so von jetzt auf morgen vergessen ist oder so. Und nach 3-4 Tagen war auf einmal alles gut gewesen. Wir haben uns wieder gut verstanden. Mhm. Ja, und dann war wieder alles, nach 2 Wochen war wieder alles vorbei. Sie wollte auf einmal Ruhe haben von mir, sie wollte mich nicht mehr sehen. Und du bist jetzt aus der gemeinsamen Wohnung raus? Noch nicht. Ihr wohnt also noch zusammen im Moment? Wir wohnen noch zusammen in einer Wohnung. Wie, ja. Wie geht ihr miteinander um? Wir gehen uns aus dem Weg. Redet ihr miteinander? So, sie geht mir aus dem Weg. Mhm. Redet ihr miteinander? Ja, aber das führt nicht zum Guten. Ja. Du möchtest sie wieder haben? Ich möchte sie unbedingt wieder haben. Ich kann nicht ohne sie. Und das tut ihr sehr leid? Klar tut es mir leid. Weiß sie das so klar? Sie glaubt mir nicht. Mhm. Also ihr Motto ist, wer es einmal macht, macht es zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Aber das ist mir so eine, das ist so ein Denkzettel für mich gewesen, dass ich würde nie wieder eine andere Frau angucken. Ich würde nie wieder eine andere Frau anfassen. Mhm. Auch wenn wir jetzt getrennte Wege gehen, ich werde nie wieder eine andere Frau anfassen. Gut, dann dürftest du das, wenn ihr getrennte Wege geht. Aber nee, kann ich nicht. Darüber wollen wir jetzt noch gar nicht reden. Ihr habt ja auch ein Kind und tragt Verantwortung miteinander. Ja, klar. Wie schätzt du es ein, wenn du ihr vorschlägst, lass uns zusammen zu einem Fachmann gehen, zu einer Paarberatung? Sie lehnt es sofort ab. Habe ich schon gemacht. Mhm. Weil das fände ich in dem Fall ist das Klügste, dass ein neutraler Mensch mit euch am Tisch sitzt und dass ihr miteinander redet. Weil ich glaube, dass du es erstmal nicht hinbiegen kannst. Ja. Macht sie ja nicht. Und das Problem ist, ich werde langsam depressiv und... Wie lange sollst du denn noch da wohnen können bei ihr? Also ich habe ihr heute gesagt, dass es nichts bringt, wenn wir uns jetzt aus dem Weg gehen und verfeindet werden oder so. Mhm. Ich habe gesagt, wenn sie mir Zeit lässt, dann suche ich mir eine Wohnung und ziehe aus. Jeder geht seinen Weg. Mhm. Ich finde das eigentlich auch zunächst mal klug, Jonas, oder wie immer du heißen magst. Ja, belassen wir es dabei. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Ich glaube, du hast dich entschuldigt bei ihr. Du hast extrem Mist gebaut. Dir tut es leid, das hast du ja hier auch glaubhaft gesagt. Ja. Und du liebst sie noch, hast du auch gesagt. Unendlich. Und du möchtest mit ihr zusammen sein, das weiß sie auch. Ja. So, mehr kann. Und du hast vorgeschlagen, zu einer Paarberatung zu gehen, aber das will sie nicht. Ja. So, mehr kannst du im Moment nicht in die Waagschale werfen. Ist, finde ich, wirklich das Klügste, damit es nicht noch mehr sich verspannt oder vielleicht eskaliert, geh erstmal raus aus der Wohnung. Ja. Lass das Ganze sich erstmal ein bisschen abkühlen und entspannen. Lass sie kommen. Du kannst ihr nochmal sagen, dass sie weiß, woran sie ist. Du kannst es ihr nochmal noch einmal... Moment, weißt du, wovor ich Angst habe? Dass ihr mir irgendeiner klaut. Ja, aber das muss jetzt, das Risiko musst du jetzt eingehen. Ja. Du kannst sie nicht einsperren und... Nein, um Gottes Willen, das kann ich nicht, nein. Ich glaube, manchmal ist es klug, einen Schritt zurückzugehen und mehr loszulassen, um wieder etwas zu gewinnen. Und in deinem Fall, glaube ich, ist das der richtige Schritt. Geh, sag, dass es dir leid tut und dass du bereit bist, auf sie zu warten, aber geh raus und streitet nicht mehr miteinander. Mehr kann ich dir nicht sagen. Alles klar. Ich drücke dir die Daumen, dass ihr wieder als Familie zusammenkommt. Das hoffe ich. Ja. Das ist mein allergrößter Wunsch. Ja. Fehler machen alle mal. Ja. Ja. Viel Glück, mein Lieber. Domian, ich danke dir vielmals. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns. Und so hat uns auch die Lili erreicht. Und die ist 35. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Lili. Um was geht's? Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo ich noch anfangen soll. Du hast eine ganz schlechte Leitung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich noch anfangen soll. Ja, das habe ich schon verstanden. Es knattert aus dem Hintergrund. Aber egal, wir machen mal weiter. Geht es darum, die ganze Misere hat Anfang Mai angefangen.
Anfang Mai. Und zwar hat man uns Anfang Mai die Scheiben eingeschmissen in unserer Wohnung. Sag mal, hast du den Fernseher oder das Radio nicht ausgestellt? Nein, ich habe den Ton rausgemacht. Okay. Ist so besser? Das weiß ich noch nicht, wir müssen erst mal reden. Also Anfang Mai hat man angefangen, euch die Scheiben einzuschlagen. Man hat uns die Scheiben eingeschmissen, dann gab es nur noch einen lauten Knall. Dann hat die Wohnung gebrannt, mein Mann konnte noch raus, ich leider nicht mehr. Die Wohnung hat gebrannt? Man hat mich leblos aus der Wohnung rausgetragen. Die Polizei hat mich leblos aus der Wohnung geholt. Mein Mann und ich, wir waren mehr. Ich glaube, wir müssen das nochmal neu machen. Das ist so nervig mit der Leitung. Bitte leg mal auf und meine Kollegen rufen dich gleich nochmal an, in der Hoffnung, dass wir eine klarere Leitung kriegen. Sonst kommen wir nicht ganz mit, was du erzählst. Okay? Okay, mach ich. Dann leg bitte auf. Bis gleich. Ja, tschüss. Mach ich. Ciao. Bis gleich. Tschüss. In der Zwischenzeit machen wir weiter mit Martina. Und Martina ist 56. Guten Morgen, Martina. Hallo, Domian. Hallo, Martina. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Also, meine Schwester hat am 25. Januar diesen Jahres hat sie sich umgebracht und ich komme damit überhaupt gar nicht klar. Wie hat deine Schwester sich umgebracht? Die hat sich in ihrem Haus aufgehängt, im Keller ihres Hauses. Mhm. Und wir haben, in den letzten Monaten, wo ich gemerkt habe, dass es ihr nicht ganz so gut ging, meine Schwester wohnte in Bayern, hatten wir fast täglich Kontakt und ein paar Stunden vor ihrem Suizid haben wir noch uns eine SMS geschrieben und die hat seit Wochen nicht mehr geschlafen, die wollte aber auch keine Medikamente einnehmen und wollte auch nicht in eine Klinik und hat mir geschrieben, es geht ihr gut, sie könnte nur nicht schlafen. Ja, und ein paar Stunden später hat sie sich im Keller aufgehängt. Wie weit habt ihr da voneinander entfernt gewohnt? 600 Kilometer. Ah, und wir haben uns nicht so oft getroffen, ja, weil ich hatte kein Geld. Ich war bis vor kurzem noch Hartz-IV-Empfänger und kriege jetzt eine ganz, ganz kleine Rente. Mhm. Und hatte deine Schwester einen Partner? Ja, die war seit 20 Jahren verheiratet und auch Kinder? Oder seit 22 Jahren und hat meine Nichte ist 21 gerade geworden. Mhm. Und sie wohnte mit ihrem Mann in dem Haus gemeinsam. Ja, klar. Ja, und weißt du, warum sie es getan hat? Gibt es Also, wir wurden beide schwer traumatisiert in unserer Kindheit. Aber die konnte sich an gar nichts mehr erinnern. Und ich leide auch unter chronischen Depressionen. Was ist denn da in der Kindheit passiert? Bitte? Was ist denn da in der Kindheit passiert? Ja, ich habe Angst, dass man das jetzt hört. Also, meine Mutter war auf jeden Fall, war Alkoholikerin und also wir haben ganz, ganz schlimme Sachen mitmachen müssen, aber meine Schwester, die konnte sich an gar nichts mehr erinnern. Und ich respektiere das. Du möchtest das nicht im Detail erzählen, was da passiert ist. Ja, ich habe Angst, dass meine Mutter die Sendung hört. Wäre das schlimm, wenn sie es hört? Wenn sie euch Leid angetan hat, soll es ruhig raus alles. Die weiß das. Die weiß das, aber hast du Angst vor ihr? Ich will dich nicht drängen, auf keinen Fall. Ich will es nur verstehen. Ich hatte bis vor kurzem Angst. Aber die ist jetzt mittlerweile so krank und ich habe einen Palliativmediziner eingeschaltet auch schon. Aber ich weiß, dass die gerne Domian guckt. Mhm. Deshalb weiß ich jetzt nicht. Okay, wenn du unsicher bist, will ich dich da nicht bedrängen. Wir nehmen mal hin, dass da was sehr Schlimmes in der Jugend ja, ganz schlimm. Passiert ist und dass deine Schwester das genauso in sich trägt wie du. Ja, nur die
die konnte sich halt an nichts mehr erinnern und ich hatte Gott sei Dank die Chance, das zu bearbeiten. Und meine Schwester hat auch immer gesagt, erzähl mir bitte nichts. Das heißt, du hast die Vermutung, das ist natürlich alles in ihrem Unterbewusstsein. Ja. Sie wusste es nicht richtig, aber letztendlich hat es ein schweres seelisches Leid bei ihr verursacht, ohne dass sie die Gründe vielleicht wusste. Ja, genau. Und ich hab immer gesagt zu meinen Freunden und zu meinem damaligen Partner, mit dem ich damals also bestimmt 4-mal im Jahr auch in Bayern gewesen bin, meine Schwester ist komisch. Ja, weil die hat nie gelacht, aber obwohl ich selber depressiv bin, habe ich überhaupt gar nicht daran gedacht, dass die depressiv ist. Bis zum Jahre 2013, da ist unsere Mutter an Krebs erkrankt und aus irgendeinem Grunde, wir wissen es auch nicht genau, ist die dann danach noch mehrmals im Krankenhaus gewesen. Und Die Mutter oder die Schwester? Die Mutter, ja. Okay. Und hatte ein Delirium und ist dann auch in die Psychiatrie gekommen. Und ich habe dann meine Schwester gebeten, aus Bayern zu kommen, weil immer alles nur auf meinen Schultern lastete. Und ich habe auch einen schwerkranken Sohn auch noch. Ja, und dann ist sie gekommen und hat meine Mutter fixiert gesehen. Und hat auch meine Mutter vielleicht in Bedburg. Was? Ja, hat deine Mutter ins? In Bedburg-Hau gesehen, in der Psychiatrie, in der geschlossenen. Vielleicht ist da vieles in deiner Schwester doch hochgekommen. Hat sie gesagt. Sie hat gesagt, da ist was in ihr hochgekommen. Sie weiß aber auch nicht genau was. Und war dann in der psychosomatischen Klinik. Und sie hat dir oder euch keinen Brief hinterlassen oder eine Nachricht, gar nichts. Wie geht denn jetzt ihr Partner damit um? Kann der sich das eher erklären? Nee, gar nicht. Der gar nicht. Und der hat auch den Kontakt zu mir abgebrochen. Warum? Also das ging da gar nicht um meine Schwester. Ich war eines Tages so unheimlich sauer, weil meine Mutter 80 geworden ist und die wollten zum Geburtstag kommen und sind dann nicht gekommen. Und also das hat aber jetzt nichts mit der Selbsttötung aber zu tun. Ich habe ihn dann beschimpft und dann hat er zu mir gesagt, er würde das Theater mit mir gar nicht so lange mitmachen, wie meine Schwester das mit mir mitgemacht hat. Durftest und ich habe gefragt, um was es denn da eigentlich geht, was er meint. Und da hat er nur gesagt, ich hätte eines Tages mal den Hörer aufgelegt. Na und gut. Das habe ich auch gemacht. Ja. Und da habe ich gesagt, hör mal. Das müssen wir jetzt nicht mal weiter vertiefen, den Konflikt zwischen dir und dem Schwager. Aufgrund dieser Spannung, die ihr miteinander habt, durftest du denn zur Beerdigung kommen, deiner Schwester? Ja, der Konflikt war erst danach. Ach, der war erst danach. Ich habe es gerade so verstanden, als wäre es vorher gewesen. Ach. Nee, Ich war auf der Beerdigung, das war mir auch ganz wichtig. Machst du dir in irgendeiner Weise einen Vorwurf, dass das jetzt passiert ist? Aber du hast ja deine Schwester doch mehrfach angesprochen und sie wollte nicht sprechen. Die wollte nicht sprechen und ich habe ihr gesagt, die muss in eine Klinik und die muss Medikamente nehmen. Sie sieht ja, wie gut es mir geht. Und die wollte das alles nicht. Aber ich glaube, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich was erreichen können. Und vielleicht hättest du was erreichen können genau an diesem Tag. Vielleicht aber schon 2 Tage später, nachdem du wieder abgereist wärst, wäre es vielleicht doch passiert. Ich hatte schon einen ganz guten Einfluss. Das hört sich ja jetzt blöd an. Also, ja, Martina, hatte ich ja eigentlich nicht. Sonst wäre es ja gar nicht erst dazu gekommen. Ich wollte gerade sagen, wenn da eine Verbindung auch ihrerseits bestanden hätte, dann hätte sie ja Rat und Hilfe bei dir gesucht. Hat sie auch immer gemacht, aber sie hat irgendwann mal gesagt, das war schon viele Monate davor,
als ich ihr gesagt habe, du bist total depressiv, ihr kann sowieso niemand mehr helfen, keiner auf der Welt. Und Ich finde das sehr schwer zu beurteilen, das Ganze, weil offensichtlich scheint da eine große dramatische Geschichte im Hintergrund zu stehen bei euch beiden. Ist auch. So, dann, und du hast deine Schwester immer wieder darauf hin angesprochen. Ja. Dann hat sie gesagt, ich möchte nicht darüber sprechen. Mhm. Sie hat mitbekommen, dass du offensichtlich bei Therapien und in einer Klinik warst. Mhm. So. Ich glaube, dass dir da wirklich die Hände gebunden waren. Was hättest du groß noch tun können? Ja, aber das ist es halt, was ich nicht verstehe, Domian. Also mein Sohn, der ist auch suizidal seit 15 Jahren oder so. Und ich habe das immer gemerkt. Und wenn es dann soweit war und ich habe den Krankenwagen angerufen oder ich konnte den überreden, in die Klinik zu gehen. Und bei vielen anderen Leuten in meinem Umfeld, ich habe da so, weiß ich nicht, irgendwie so einen siebten Sinn oder was. Aber was hat das jetzt mit deiner Schwester zu tun? Ja, ich konnte allen irgendwie helfen, aber nur meiner Schwester nicht. Ja. Zudem kam ja noch hinzu, dass er 600 Kilometer auseinander gewohnt hat. Ja, genau. Und es offensichtlich eine Barriere gab für deine Schwester, diese Barriere zu überspringen. Mhm. Und ich sag dir, jede Selbsttötung dieser Art ist ein so schwerwiegender und trauriger Vorfall, dass wir uns gar nicht hineinversetzen können, wahrscheinlich in einen Menschen, in welcher Not und Verzweiflung er war. Ja, genau, die war, genau. So, und sie war, glaube ich, so eingekapselt in ihrem Leid und ihrer Verzweiflung, dass wahrscheinlich, so traurig das klingt, niemand mehr an sie rankam und sie entsprechend diesen Ausweg gesucht hat. Mhm. Das ist für einen Hinterbliebenen natürlich immer schlimm und immer traurig, wenn man sich immer Vorwürfe macht. Ich glaube aber, so ganz objektiv von außen gesehen, so wie du mir den Fall jetzt beschreibst, hattest du überhaupt keine Chance, da was zu machen. Du hast ja schon so viele Chancen genutzt und hast sie angesprochen. Ja. Aber sie war so gefangen in ihrer Angst und in ihrem Unglück, dass niemand sie berühren konnte mehr. Ich möchte aber trotzdem, da man ja solche Schuldgefühle lange mit sich herumträgt und vor allen Dingen in Anbetracht eurer schweren Vergangenheit, möchte ich, dass mein Psychologe noch mal ein paar Worte mit dir spricht, Martina. Ja, sehr gerne. Ja, das ist heute Nacht der Jürgen. Mhm. Ich bitte dich aufzulegen, der Jürgen ruft dich gleich an. Okay. Ich wünsche dir von Herzen, dass du es schaffst, da rauszukommen aus diesem, aus diesem Schuldgefühl und auch mit der Trauer, dass du damit klarkommst. Dankeschön. Von Herzen alles Gute, du legst auf und wir melden uns gleich. Dankeschön, Domian. Also, tschüss, Martina. Danke. Tschüss. Danke. So, und weiter geht's um 1.28 Uhr mit dem Dieter. Der Dieter ist 76. Guten Morgen, Dieter. Guten Morgen, Domian. So, guten Morgen. Ja, morgen. Über was reden wir? Ja, wir reden über das Thema Paroresis. Das ist ein gemäßlicher Ausdruck für dieses Phänomen, schüchterne Blase, sagt man auch dazu. Schüchterne Blase? Ja, das bedeutet also, dass solcher Mensch, zu denen ich auch gehöre, im Beisein anderer Menschen, vor allen Dingen bei anderen Männern, in öffentlichen Toiletten kein Wasser lassen kann. Also, kann ich auch nicht. Kannst du auch nicht? Nee. Das beruhigt mich so schon. Aber ist das schlimm? Ja, es ist insofern schlimm, als viele, so meine ich jedenfalls, haben überhaupt kein Problem damit. Mhm. Und es hat mich mein Leben lang begleitet. Mhm. Ich finde den Ausdruck so nett. Schüchterne Blase, habe ich noch nie gehört. Ja, gibt es auch den Ausdruck dafür, ja. Shadowblade, glaube ich, heißt in Englisch. Aber wieso ist das für dich problematisch? Mir ist das völlig egal. Warum? Weil es eben sehr unangenehm ist, bis schmerzhaft, also körperlich schmerzhaft, wenn du da stehst, sag mal, in der Herrentoilette und rechts und links neben dir. Weißt du, wie ich das dann mache? Dann gehe ich da gar nicht hin. Dann warte ich, bis die Jungs fertig sind und dann gehe ich da hin. Ja. Oder ich gehe ins Häuschen. Ja gut, das kann man machen und wenn das also richtig hermetisch ist, dann kann das auch helfen. Ja. Aber das ist bei mir so ausgeprägt, dass auch dann
Achso, du kannst meistens nicht funktioniert. Du kannst in dem Häuschen auch nicht, wenn du wenn ich also irgendwelche Geräusche höre, dass da jemand rein. Ah, verstehe. So, ne? Oder wenn du weißt, da stehen welche vor der Tür vor dem Häuschen und ja. die könnten irgendwie dein Strullern hören oder so, bist du schon gehemmt. Ja, sofort abgeschnitten. Diese Muskel, der macht zu und dann ganz besten im Gegenteil, dann wird es noch schlimmer. Also da ist alles, da geht nichts mehr. Das ist wirklich völlig verrückt. Wir können das ja, wir beiden können das ja bei den anderen so erzählen. Ja. Selbst wenn man richtig dringend zur Toilette muss, also Pipi machen muss, pinkeln muss, kann man nicht, wenn daneben ein Kerl steht. Ja. Und man kann es nicht. Ja, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Und ich denke mein ganzes Leben darüber nach, warum. Ja. Ich kann es nicht erklären. Ich bin weder schamhaft noch irgendwie sonst was. Mhm. Du wahrscheinlich auch nicht, oder ich weiß es nicht. Nein, mir geht es ebenfalls. Ja. Ich habe nun 45 Jahre im Außendienst, also Vertreter. Ja. Habe nur mit Menschen zu tun gehabt und hatte nie Probleme, mit Menschen zu kommunizieren oder auch... Ja. Ja, solche Dinge. Nur eben dann, wenn es meinetwegen zu Tagungen kam, wo ich dann die Leitung übernahm und dann irgendwann die Zeit kam, dass der eine oder andere mal zum Winkel ging oder auch zwei oder drei, dann wurde ich sehr, sehr nervös innerlich, weil ich immer dachte, na, wann ist denn die Zeit, dass du vielleicht dazwischen kommst, allein auf der Toilette dann sein kannst und dann ein Geschäft machen kann. Ich finde auch die Situation extrem peinlich, wenn man zwischen zwei Männern steht, die so ganz entspannt pinkeln und man selbst steht in der Mitte und macht gar nichts. Ja. Dann denke ich immer, was denken die denn jetzt? So ist es auch, genau. Denken die jetzt, ich bin ein Voyeur oder ein Spanner oder irgend sowas? Ja, oder gehöre eben zu Homosexuellen. Natürlich, die Gedanken könnten auch kommen. Hast du das dein ganzes Leben lang schon gehabt? Ja, Leben lang, man kann sagen, in etwa, wenn ich mich recht erinnere, so ab 16, 17 so. Ja, ich denke auch so. Ich kann das gar nicht mehr richtig so rekonstruieren, aber das fing so in der Zeit an. Hast du das auch bei sehr vertrauten Menschen? Also ich weiß nicht, ob du verheiratet bist? Ja, das ist ja eben, das ist mein Sohn, der jetzt inzwischen 45 ist. Mhm. Dem habe ich das nie erzählt. Mhm. Und als er noch klein war, sagen wir mal, so zwischen 6 und 12, da habe ich viele Radtouren gemacht, da war das kein Problem bei mir. Ah, ja. So der Vater war, der also ihn nicht so als männlicher Konkurrenten sah. Da war das kein Problem, aber jetzt ist er erwachsen oder schon lange erwachsen und es würde mit Sicherheit nicht mehr funktionieren. Und wie war das so das Leben lang vor deiner oder in der Nähe deiner Partnerin? Ging das da? Schlecht, aber im Beisein oder bei Frauen oder in der Nähe von Frauen ist das Problem nicht so ausgeprägt, da kann es durchaus funktionieren. Also, ich stehe wirklich vor einem Rätsel. Es wird wahrscheinlich schlaue psychologische Studien geben, warum das so ist, was da bei Männern los ist. Ja. Ich treffe immer wieder mal Männer, weniger, aber ich habe zwei Bekannte in meinem Umfeld, bei denen ist das ganz genauso. Ja. Ich meine, du hast jetzt dein ganzes Leben lang dich damit arrangiert und ich auch. Und es gibt da auch gar kein Training, wie man da rauskommen könnte. Ja, da wird etwas angeboten im Internet, aber auch Bücher, aber nein, also das glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, für mich ist das überhaupt kein Problem. Ich versuche, diesen Situationen aus dem Weg zu gehen und in der Regel klappt es auch. Ja. Bei dir ist es schon ein bisschen schwieriger, weil du in dem Häuschen da auch gehemmt bist. Ne? Ja. Selbst die Geräusche also hindern mich daran, mich zu lösen, sag ich. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir mal unser aufmerksames Publikum fragen. Ich weiß gar nicht, ob Frauen sowas auch haben. Ja, soweit ich ja so aus dem Internet erfahren habe, ist es bei Frauen, gibt es das bei Frauen auch, aber längst nicht in der Menge, in der prozentualen. Ich habe immer die Vorstellung, die Frauen so auf dem Damenklo sitzen alle nebeneinander auf dem Klo, strullen, was das Zeug hält und schnattern und reden und unterhalten sich. Ja, ganz genau. Während es auf dem Herrenklo ist ruhig, spricht keiner mit dem anderen. Nein, kein Wort. Und jeder versucht sein Geschäft zu machen. Und geht schnell wieder raus. Und geht dann wieder
ja. Das ist das Geheimnis, das werden wir nie ergründen, warum Frauen auf dem Klo so sich so gerne unterhalten. Da sind die Frauen völlig anders gestrickt. Ja. Also Dieter, du hast einen Bruder im Geiste hier mit mir getroffen. Ah gut, beruhigt. Ich glaube, wir kommen so durchs Leben weiter. Ja, natürlich, da muss ich auch durch. Und ich habe nun 76 Jahre, bin ich auf dieser Welt. Und genau. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Sagen wir, die nächsten 30 Jahre geht es auch noch gut so. Das denke ich. Lieber Dieter. Ich wollte einfach mal loswerden. Oder? Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich bedanke mich. Tschüss, jetzt. Ciao. Ja, ciao. 1.36 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema vorstellen für diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Mut. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die dem Mut anderer Menschen viel zu verdanken haben, vielleicht sogar ihr eigenes Leben zu verdanken haben. Und natürlich mit Leuten, die für ihr eigenes Leben schon viel Mut aufgebracht haben. Also was habt ihr so an mutigen Dingen getan, die für euch gut sind? Also Stichwort Mut zur eigenen Sexualität. Vielleicht habt ihr eure eigene Sexualität endlich oder nach langen Jahren entdeckt und bekennt euch dazu. Oder vielleicht habt ihr Mut gezeigt, einen sehr ungewöhnlichen Lebensweg zu gehen. Trifft das bei euch zu? Oder habt ihr Mut gezeigt, vielleicht aus einer Angsterkrankung rauszukommen? Eure Angst, es muss ja keine Erkrankung sein, eine große Angst zu überwinden. Habt ihr Mut gehabt, eure Angst zu zerstören? Oder vielleicht habt ihr Mut gehabt, das ist ja auch verbunden mit sehr viel Mut, jemandem indirekte Sterbehilfe zu leisten. Also Mut ist unser Thema. Ich möchte mit mutigen Menschen sprechen und auch gerne mit Menschen, die das Glück hatten, auf mutige Menschen irgendwann mal gestoßen zu sein und denen eben viel zu verdanken haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft während der Sendung am Mittwoch vorher, also vor der Sendung oder während der Sendung auch an. Unser Thema am Mittwoch ist Mut. Und heute ist das Thema offen. Und hier ist Viktor, 24. Guten Morgen, Viktor. Ja, schönen guten Abend, Domian. Viktor, um was geht's bei dir? Ja, ich habe bei einer Orgie teilgenommen, weil ich kein Geld hatte, meine Schulden beim Gerichtsvollzieher auszugleichen. Bitte, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Es hallt so. Also ich kann nichts dagegen tun. Ich sitze einfach im Zimmer. Ja, dann sag du bitte den Satz nochmal, den habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Ich habe bei einer Orgie teilgenommen, weil ich kein Geld hatte, die Schulden beim Gerichtsvollzieher auszugleichen. Du hast bei einer Orgie teilgenommen? Ja, genau. Also jetzt erzähle ich, wie es dazu kam. Bitte. Ja. Also ich habe so unerwarteterweise die bösen Briefe von Gerichtsvollzieher bekommen, wegen einer Schwarzfahrt vor 2 Jahren irgendwo. Mhm. Und die haben mich sehr spät erreicht und deswegen die Beiträge waren nicht mehr 40 Euro, sondern 700. 700? Die Summe sollte von gestern auf morgen ausgezahlt werden und die habe ich nicht. Und halt keine von Freunden hat sie auch. Ja. Und dann habe ich eine Kollegin geschrieben, die im Escort-Service tätig ist, also eine Freundin von mir, nicht Kollegin. Ja. Und habe gesagt, ja, kannst du mir helfen, ich habe das und das. Ist alles voll scheiße, muss ich sofort abzahlen, keiner hat Geld. Und sie hat gesagt, ja, ich gebe dir eine Nummer, du sollst dich bei dem Typen melden, aber du musst bereit sein, dass du da alles machen sollst. Ich sage, okay, weil es im Brief von dem Gerichtsvollzieher stand, wenn ich mich auszahle, führt es zu meiner sofortigen Verhaftung. Ach du lieber Gott. Ja, und ich wollte es gar nicht zulassen, ich studiere und deswegen. Also, und als die Freundin zu dir gesagt hat, da musst du alles machen, war dir klar, dass es da um Sex geht? Ja, natürlich, war es mir klar. Okay. Jetzt sind wir hochgespannt, was du hast machen müssen. Für mich das war auch eine Überraschung. Also erstmal haben wir abgesprochen, dass ich komme zu denen nach Hause. Das sollten 3 Paaren sein. Und das sollte halt so gewöhnliche Orgie sein. Also halt mit drei Paaren? Mit 3 Paaren, also 6 Männer. Ach so, 6 Männer, also eine schwule Orgie. Ja, ich bin auch schwul, deswegen war es halt nicht so verkehrt bei der schwule Orgie. Natürlich, das Signal, das kann man dann so, genau. Sag mal, zwischendurch gefragt, du hast so einen sehr netten Akzent. Bist du Franzose? Nein, ich bin nicht Franzose, ich bin Russe. Du bist Russe? Das klingt aber überhaupt nicht russisch. Das klingt französisch.
Das ist ein Kompliment, was du sagst. Ich hatte russischen Akzent, voll gut, dass du das sagst. Ja, ich erzähle weiter. Ja, gerne. Also wir haben mit dem abgesprochen, dass ich halt da ankomme und dann zögern wir halt zu sie. Und das war halt der Deal. Ich musste in Hannover am Hauptbahnhof ankommen. Da sollte ich abgeholt werden mit einem Fahrer, der mich dahin bringt. Weil ich kenne die Stadt gar nicht, war da nie. War auch ein bisschen gefährlich, aber nun gut. Ja, natürlich, aber ich habe in dem Moment nur an die Zeit 700 Euro gedacht. Und Zwischenfrage, die haben, der, mit dem du gesprochen hast, du hast mit einem Mann von denen gesprochen. Ja, genau. Ja. Und der hat gesagt, wenn du mitmachst, kriegst du 700 Euro, oder wie? Nee, ich kriege 800 Euro, aber das würde schon meinen Beitrag bei dem Gerichtsvollzieher abdecken. Deswegen habe ich auch sofort so gesagt. Verstehe. Und war vereinbart, dass du die 800 Euro vorher kriegst oder nachher? Nachher. Also deswegen war ich voll aufgeregt, dass ich da nichts falsch mache und dass wir mit allem zufrieden werden. Weil so. Ich habe nie gemacht. Sehr spannend. Du sitzt also jetzt im Auto und fährst in eine ominöse Wohnung. Ja, ich fahre ins Nirgendwo, ich weiß nicht, wohin ich fahre, der Fahrer ist sehr netter Typ gewesen. Und dann fahren wir und dann sagt er mir, jetzt machen wir einen Zwischenstopp. Mhm. Ich sage, ich bin schon mit dem Schweiß am Stirn, sage, warum, wozu? Der sagt, keine Sorge, du musst vorgefickt ankommen und halt Sperma im Arsch bringen. Bitte, was? So denn. Was, wie, wo? Ich sage, okay. Wir versuchen es ein bisschen adäquater fürs Radio und Fernsehen auszudrücken. Also es muss vorher Geschlechtsverkehr stattgefunden haben. Ja, pardon für mein Deutsch. Ja. Also es sollte vorher Geschlechtsverkehr stattgefunden haben. Bei welchem die Sekretion dann im analen Gang gelassen wird. Sehr gut. Und passt das so? Ja, so passt es sehr gut. So ist es ordentlich und diesen Vorgeschlechtsverkehr sollte, habe ich das richtig verstanden, der Fahrer mit dir vollziehen? Nein, nicht der Fahrer. Das war irgendwelcher Mann, der halt bei sich in der Wohnung rumgehockt hat und anscheinend auf mich schon gewartet. Ich dachte, ich glaube, der war auch irgendwie mitbeauftragt, speziell dafür. Also das war echt ganz wild fremde Person der Gruppe, zu welcher ich fuhr. Und das hast du dann gemacht? Ja, das habe ich dann gemacht. Ich habe mir dann natürlich daran Gedanken gemacht, was passiert mit meiner Gesundheit. Vielleicht hat er AIDS oder nicht. Aber allerdings, da ist schon jetzt ist nicht mehr lustig. Jetzt wird es sehr ernst. Ja, aber ins Knast zu kommen war auch nicht lustig. Ja, aber also, tot sein ist ja, aber im Knast ist besser als in der Erde. Ja, natürlich. Aber ich habe mir auch gedacht, also so, man soll auch ein bisschen an die Menschheit glauben und dass sie das so speziell machen mit AIDS-Erkrankten nicht durch. Okay, die Moral, die Moral predigt kriegst du gleich noch. Also ich glaube noch an die Menschen. So. Sehr gut. Ich auch geglaubt, dass der da nicht krank ist. So, dann ging es weiter zu der Hauptwohnung. Ja, dann ging es weiter, habe ich mir Mühe gegeben, Sperma da zu lassen, wo es sein sollte. Mhm. Und dann komme ich da an, ziehe ich mich aus, alle sind sehr nett gewesen. Und eigentlich habe ich auch danach gegoogelt, was es sein soll. Und das fürs Radio, weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber laut Google heißt das versaute Arschlöcher, diese Fetisch. Und halt, das war der Fetisch, auf welchen diese Typen da standen. Okay, das ist also ein Fetisch, ein bekannter Fetisch. Laut Google. Mhm. So, jetzt wollen wir das mal nicht zu pornografisch hier machen. Das heißt, du hast dann weiter mit diesen sechs Männern, die in dieser Wohnung waren, Geschlechtsverkehr gehabt. Nee, pass auf. Also das waren drei Paare, jeweils drei ältere Herren, die drei jüngere Lebensgefährten. Mhm, okay, Und anscheinend, also ich habe die nicht gefragt, warum haben die mich da bestellt oder beauftragt oder keine Ahnung gefragt, wie soll ich das sagen. Aber es schien mir so, dass die halt mich dafür beauftragt haben, dass diese drei jüngere Typen, ich habe ja nur mit denen auch Geschlechtsverkehr gehabt, dass die halt dann nicht fremd gehen oder halt, dass die das jetzt. Achso, dann haben die On-Output machen. Moment, ich muss immer zwischendurch fragen. Das heißt, du hast mit diesen drei jüngeren Männern Geschlechtsverkehr gehabt? Ja, aber drei ältere Männer haben halt das, was ich mitgebracht habe, ausgelegt davor. Okay, so.
Ja. Jetzt wollen wir es mal nicht weiter im Detail betreiben. Wurde das alles ohne Kondome gemacht? Nee, bei denen alles war mit Kondomen. Ich habe auch danach AIDS-Test gemacht, ist alles gut. Gut, dann hast du Glück gehabt, dann bin ich da schon mal beruhigt. Hast du denn dein Geld auch bekommen hinterher? Ja, natürlich. Ich habe Geld im Umschlag ganz schön bekommen. Mhm. Alles haben sie mir abgegeben, haben gesagt, die sind voll zufrieden. Wie lange warst du bei denen? Bis morgen früh. Aber ich musste nicht bis morgen früh beschäftigt sein, in Einführungsstrichen. Mhm. Also ich habe auch da geschlafen und geduscht und gefrühstückt und dann konnte ich ruhig nach Hause fahren. So, Viktor, du Russe, jetzt muss ich dir was fragen. Hast du dich, um aus diesen Schulden rauszukommen, hast du dich prostituiert? Wie fühlst du dich dabei? Also, das war auf jeden Fall eine überraschende Erfahrung, aber das war halt ein Bild, was mir in der Zeit eingefallen war. Also ich würde nicht sagen, dass ich mich irgendwie im Stich gelassen habe oder so, oder halt auch so. Ich fühle mich auch nicht so, ob ich mich prostituiert habe. Würdest du es nochmal machen? Nein. Ich habe dafür einfach keine Zeit. Du glaubst mir nicht, das hat eine Woche in Anspruch genommen. Was hat eine Woche in Anspruch genommen? Naja, erstmal die Nummer von diesen Leuten rauszufinden. Ach so, ich verstehe, die ganze Vorbereitung und Organisation. Diese ganze Vorbereitung, und ich muss studieren, deswegen ist es halt nicht der Ding, was ich jetzt nebenbei machen kann. So, jetzt hast du uns von einem Fetisch erzählt, den ich so nicht kannte und wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute auch nicht kannten. Einen sehr unappetitlichen Fetisch, finde ich, und vor allen Dingen einen hochgefährlichen Fetisch. Und ich bin sehr froh, dass du gesund bist und dass nichts passiert ist. Dieser Fetisch ist wirklich eigentlich extrem bescheuert, muss ich sagen, weil die Leute nicht an sich und ihre Gesundheit denken und sehr, sehr unbedacht mit sich umgehen. Nicht zur Nachahmung empfohlen. Nicht aus moralischen Gründen, sondern... Finde ich auch. Genau. Deswegen habe ich dich auch angerufen, um zu berichten, dass es sowas gibt. Ja, jetzt sagst du mir zum Schluss noch, was du studierst. Ich studiere Kunst. Kunst. Ja. Ein Russe, der wie ein Franzose klingt, der in Deutschland Kunst studiert. Das ist natürlich interessant. Genau. Viktor, danke für deinen Anruf und danke für die letztendlich damit auch verbundene vielleicht Warnung, was diese Sache anbelangt. Alles Gute wünsche ich dir. Bonne nuit. Bonne nuit, tschüss. Das war keine Russe, das gibt's da gar nicht. Ja, vielleicht mit französischen Vorfahren oder so. Jetzt kommt jemand, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ingfield? Nee. Die Person reagiert nicht. Ingrid? Nee, Ingrid. Auch nicht. Sie lacht. Er macht den Fehler wie alle anderen auch. Du bist doch Nordfan. Ja. Das ist ein norwegischer Name. Wie spricht man es denn aus? Ingvild. Ach so, Ingvild, genau. Ingvild. Das D wird nicht ausgesprochen, das V wird wie Ingvild ausgesprochen. Ingvild. Ingvild, ja. Mann. Aber ich bin mein Leben lang Ingvild genannt worden. Insofern ist es kein Problem, aber seitdem ich selber mal das erste Mal in Norwegen war und Norweger kennengelernt habe und gesagt habe, ich habe einen norwegischen Namen und den genannt habe und die gar nichts damit anfangen konnten, dass ich den dann aufgeschrieben habe. Und die haben mir dann mit, ich weiß es nicht, mit 54 Jahren oder so, jetzt bin ich 60, gesagt, das wird aber so ausgesprochen. Also auch gar nicht mal so ein gängiger Name in Norwegen. Nee, es ist sehr komisch, weil ich glaube immer noch, dass das irgendwie mit der Kriegsvergangenheit meines Vaters zu tun habe. Aber als ich das angefangen habe zu recherchieren und drauf gekommen bin, da war er schon lange tot. Ah. Insofern, gut, das ist ein anderes Thema. Du hast nicht wegen deines Namens angerufen, sondern wegen was anderem. Genau. Ich bin gespannt. Es geht ums Pinkeln. Es geht ums Pinkeln? Ja. Und ich spreche mit einer Frau? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Und ich habe ein Riesenproblem damit. Genau wie... Wie wir. Wie das geschildert wurde vorhin. Und ich wundere mich, dass ich jetzt bei dir anrufe. Ich gucke dich ewig. Das finde ich hochinteressant, weil... Ich finde das eigentlich ganz schlimm, dass ich meinen Namen einfach so genannt habe, weil viele Leute ihn kennen. Ach, hier sind wir auch ganz offen miteinander. Ja, ist doch wurscht. Ich war mal Kriminalbeamtin und das ist irgendwie jetzt schon
Ja, egal. Aber ist weißt mir du, jetzt ganz egal, das ist ein total menschliches Thema. Und das heißt, du, dir ist es, du kannst auch nicht, wenn neben an dem Häuschen eine Frau strullt, kannst du nicht. Nein, das kommt drauf an, was auf diesem Klo los ist. Also wenn ich da als Erste hingehe und bin am Pinkeln, da kommt eine rein, dann ist es kein Problem, dann werde ich auch fertig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft, ist das nie gegangen. Da muss die Tür zu sein, wenn da einer reinkommt, da hätte ich die Oberkrise gekriegt oder habe sie auch ein paar Mal gekriegt. Ich habe also mehrere langjährige Beziehungen hinter mir. Das ist absolutes No-Go. Das heißt, da war auch eine Blockade. Du hättest gar nicht gekonnt. Nee, das ist, oder dann ist es wie abgeschnitten in dem Moment. Genau, ne? Ja. Oder wenn ich an der Autobahn raststelle, das ist eigentlich so die Horrorversion. Oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo du anstehen musst. Da habe ich schon Situationen erlebt, wo ich gedacht habe, so, es ist jetzt gleich soweit, es läuft dir aus der Nase oder irgendwo kommt es raus. Ich bin kurz vor Platzen, da habe ich schon wirklich dramatische Situationen erlebt. Das glaube ich. Ihr könnt wo ja ich dann wirklich in mich reingehen kann, muss mit dem Kopf das steuern, dass ich sage, wenn das jetzt nicht irgendwie rauskommt, dann ist es fini. Ne? Ihr seid wirklich armer also dran, wir Jungs können ja besser ausweichen. Ja, also oftmals ein Riesenproblem gewesen und ich kenne diverse Frauen, die auch dieses Problem haben. Das finde ich hochinteressant, dass du das erzählst, weil mir hat das privat noch nie eine Frau erzählt, dass die dieses Problem hat. Ich kenne das nur von Männern. Doch. Also, und als du das vorhin so, und die Frauen sitzen da hier in Boxen und strollen und quatschen, habe ich gedacht, das ist ja schon fast unverschämt. Jetzt muss ich da mal. Ich hätte wirklich nie gedacht, ich verehre dich. Ich verehre dich. Ich schätze deine Arbeit so hoch, wie ich es überhaupt nicht beschreiben kann. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal anrufe. Und dann bei so einem netten Thema. Zu so einem banalen Thema irgendwo. Was heißt banal? Nee, banal ist es nicht. Irgendwo ein Problem. Ja, aber es gehört zum Menschsein auch dazu. Genau. Und das ist, genau. Man muss sich dafür nicht schämen. Gedacht, jetzt. Und ich hätte mir nie erträumt, dass ich durchkomme. Das ist mein erster Versuch, dass ich dich mal anrufe und ich könnte dich gerade mal in den Arm nehmen und drücken. Das ist total goldig, dass das geklappt hat. Ich finde es super. Jetzt hat uns eine Frau dieses Geheimnis mal hier offenbart. Das haben wir noch nie gehört, noch nie in dieser Sendung. Und wir haben eine Frau jetzt auch gehört mit einem wunderschönen norwegischen Namen, nämlich Ingvild. Ja, ich weiß ihn heute zu schätzen. In der Schule habe ich schön. Die Lippen darunter, weil Lehrer gesagt haben, wie heißt du, wir wollen nicht deinen Nachnamen hören, wie heißt du mit Vornamen. Nein, und sehr schön. Ich bin Inge genannt worden und der Name wurde eigentlich fast nie richtig ausgesprochen. Ich habe Post mit Herrn Ingvild Novak bekommen. Also aber. Und habe immer gesagt, als ich, weiß ich nicht, so in der Pubertät, wenn ich mal erwachsen bin, lasse ich mich als erstes umtaufen, weil ich muss diesen Vornamen loswerden. Nein, ich beglückwünsche dich dazu. Das finde ich ja auch schön. Finde ich sehr schön. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ja, Domian, es war mir wirklich eine Ehre, mit dir zu sprechen. Alles Gute. Und ich wünsche dir von Herzen auch alles Dankeschön. Gute. Dankeschön. Okay. Mach's gut, tschüss, ciao. Domian. Tschüss, ciao. Die Ingvild. Und hier ist Susi. Susi ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Susi. Um was geht's bei dir? Ich möchte mich auch anschließen bei der Dame und bei den Herren. Also ich gehe auch ungern in die Öffentlichkeit Toilette. Also, eine weitere Frau, die auch dieses Problem hat. Nee, möchte ich auch nicht. Also ich rufe zwar wegen einem anderen Thema an, aber ich wollte mich auch anschließen. Also, da tun uns ja ganz neue Wissensgebiete jetzt auf. Das hatte ich gar nicht so erwartet, aber offensichtlich haben Frauen auch das Problem. Aber ja, du hast wegen eines anderen Themas angerufen. Ja, ich rufe wegen einem anderen Thema. Wir haben schon mal, meine Tochter hat schon mal bei dir angerufen. Das war damals letztes Jahr die Laura. Ja, du musst mir die Geschichte mal erzählen. Der Name, da assoziiere ich das jetzt nicht sofort. Ja, also ich habe doch mit dem Darm das Loch letztes Jahr gehabt und das habe ich ja immer noch. Mhm. Und ich hätte ja letztes Jahr schon im Dezember operiert werden sollen, weil es ja schon so gehissen gehabt hat. Und ich habe mich aber nicht getraut. Ich hätte mich jetzt im Februar dieses Jahr operieren lassen sollen. Habe mich auch nicht getraut, weil halt die Ärzte dir so Angst machen. Und also es geht um ein Loch im Darm? Loch im Darm, genau. Und das soll operativ entfernt oder geschlossen werden? Ja, und bei mir ist halt so, weil ich halt ein bisschen mollig bin und so, mit einem künstlichen
guten Ausgang und man kann auch unter der Operation sterben und so. Und das wollte ich jetzt fragen, wie gefährlich ist diese Operation? Ist schon gefährlich und darum habe ich halt Angst. Es ist auch gefährlich, wenn man es nicht macht, ich weiß es. Aber wenn man, kann man überhaupt mit einem Loch im Darm leben? Ich bin momentan, wo ich bei der Untersuchung war, da durch die Medikamente ist es wieder so beklebt worden. Man hat immer so Auswucherungen. Mhm. Das hat jeder Mensch, was mir der Arzt da gesagt hat, wo ich momentan in Behandlung bin. Aber man soll es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Ja, das ist natürlich so, ich kann immer noch nicht arbeiten gehen. Und du hast gerade gesagt, du bist ein bisschen mollig. Wie viel wiegst du denn? Wie viel wiege ich? Ich wiege 90 Kilo. Also ich bin schon vorzeigbar, um Gottes Willen. Es ist halt so, bei mir ist halt das Gewebe und ist alles kaputt und so. Und wenn das Gewebe kaputt ist, dann ist natürlich dann auch schlecht, wenn du halt dann operiert wirst und du wirst dann genäht, dann ist natürlich klar, das kann natürlich passen. Aber das heißt, da muss man natürlich abwägen, was ist gefährlicher, das so laufen zu lassen oder ein gewisses Risiko einzugehen und dann vielleicht hinterher geheilt zu sein. Ja, ich weiß schon. Aber ich habe halt Angst, wenn ich unter der Operation, ich mag halt meine zwei Kinder nicht, die brauchen mich. Meine Tochter hat letztes Jahr noch mit dir geredet, die Laura. Mhm. Die hat es ja letztes Jahr in Anding genommen, weil sie ja verzweifelt war, wollte mit wem reden. Ja. Und dann haben wir noch eine 13-jährige Tochter, die was mich auch noch braucht. Das so, jetzt aber sag mir, man hat halt irgendwie Angst. Und ja, aber man gegen die Angst hilft ja erstmal, helfen ja Informationen. Ja, ich bin ja schon so ängstlich, dass ich schon Tinnitus habe, Drehschwindel habe, dass ich schon total, bei mir bricht alles zusammen, echt. Hast ich bräuchte eine andere Wohnung, ich habe eine Wohnung von 1000 Euro, ich habe immer noch nichts gefunden. Und ich habe halt gedacht gehabt, dass man einen Aufruf machen könnte, dass einer vielleicht in Pfaffenhofen Drei-Zimmer-Wohnung. Nee, das, aber das machen wir nicht. Das ist alles nicht so einfach. Nee, Susi, wir machen ja keine Wohnungs. Ich weiß schon. Nee, jetzt, ich finde, ganz, ganz wichtig ist deine Gesundheit. Ich weiß. So, ja. Die Gesundheit ist wichtig. Und ja. Ich sagte gerade, gegen die Angst helfen am besten Informationen und Wissen hilft gegen die Angst. Ja, das heißt, ich habe halt so Angst. Nee, nun, lass mich mal ausreden. Ja. Du, wenn du Angst vor der Operation hast, dann solltest du möglichst mit mindestens drei Chirurgen über eine solche Operation einmal reden, dass die dir genau erklären können, was da passiert und wie hoch die Risiken sind. Mhm. Und vor allen Dingen sollen die dir erklären, was passiert, wenn du nichts machst. Mhm. Vielleicht ist ja das Risiko, an einer solchen Sache zu sterben, wenn du nichts machst, viel größer als das eventuelle große Risiko bei einer Operation. Und wenn du mit drei Chirurgen, ich sag jetzt mal so drei Chirurgen redest, dann kannst du dir da ein Bild von machen. Und dann würde ich mich entsprechend des Bildes dann auch entscheiden, was zu tun ist. Ja, ist klar. Nee, ich werde deinen Rat befolgen. Ja, ich meine, es geht ja um dein Leben. Du willst ja für deine Kinder da sein, sagst du. Ja, ich will ja auch noch gern meine Enkelkinder auch noch kennenlernen. Du willst die Enkelkinder auch noch kennenlernen. Deswegen, aber wenn du sowieso von so Ängsten so sehr geplagt bist, wie du es gerade angedeutet hast, bist du denn auch in einer psychologischen Betreuung zurzeit? Sollte ich, bin ich aber nicht. Siehst du, haben wir noch eine Baustelle, die auch angegangen werden müsste. Ja. Denn das geht ja alles ineinander, ist ja alles verzahnt miteinander. Ja. Mensch, Susi, was lässt du das alles so laufen? Das geht um dein Leben. Ja, ich bin halt mehr, kriege ich mich total zurück. Es haben sich sehr viele Freunde bei mir verabschiedet und so, weil sie halt denken, okay, und darum fresse ich alles in mir rein und weil ich mit gar keinem dann mehr rede. Mhm. Und jetzt haben wir gedacht gehabt, ich kann auch in der Nacht nicht mehr so schlafen. Jetzt haben wir gedacht gehabt, dich gibt's nicht mehr, aber du bist doch Gott sei Dank noch auf Sendung. Ja, eine ganze Weile noch. Susi, ja, haben wir den Mut gedacht. Das ist auch sehr richtig so. Das ist ja richtig. Das bitte ich dich aufzulegen und mein Psychologe ruft dich nochmal an und die Einzelheiten dann im Hintergrund. Okay. Bitte auflegen und wir melden uns gleich, okay? Okay, danke. Ja. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, Susi. Ciao. In der Technik heute Nacht, Dennis Eickmeier. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.